in der Tat auch bei mir dieser Dreiklang aus Zukunftsvision, Hindernisse und Ideen. Fangen wir mit der Zukunftsvision an. Da bin ich, glaube ich, auch im Einklang mit vielen von euch. Ich habe mal Folien mitgebracht. Innen und Außen sollen aus meiner Sicht viel stärker miteinander verschmelzen. Also die Innensichten und das Innenleben von Behörden und Verwaltung und das, was eigentlich außerhalb von Behörden und Verwaltung in Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und so weiter passiert, das sollte meiner Ansicht nach wesentlich weniger Grenzen haben. Und das ist für mich wesentlich mehr auch als partizipative Demokratie. Das hat für mich viel damit zu tun, dass man Politik mit den Bürgern und Betroffenen macht und nicht über sie. Heißt aber auch vor allem, dass man in den Frühphasen von Prozessen mal fragt, wie würdet ihr es denn angehen? Also auch Maßnahmen, einfach Ideen erbittet. Ich glaube, dass man Kontakte braucht. Mein Lageso, da war im Prinzip der Chef der Außenminister und die anderen 1299 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten im Prinzip keine Außenkontakte, jenseits dessen, was sie im direkten Geschäft erlebten. Die waren nicht in den Netzwerken präsent, die wussten nicht, wie die Leute ticken, die meinetwegen die Menschen mit Behinderungen repräsentierten oder auch die Apotheken oder die Pharmaunternehmen und was man da noch alles reguliert hat. Und das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man beim Thema Lobbyismus an der Stelle auch nochmal weg muss von Denkverboten. Das sage ich hier auch ganz bewusst, weil ich auch glaube, wenn wir eine Öffnung wollen, dann müssen wir auch den Leuten zuhören und dazu gehören eben auch Lobbyisten, die ja in gewisser Weise auch die Ideenträger sind. Und wenn ich so hart sage, für mich ist natürlich auch der Flüchtlingsrat ein Lobbyist in gewisser Weise und nicht nur die Tabakindustrie. Ich glaube, wir müssen auch eine Öffnung hinkriegen, andere Länder, andere Bundesländer, Bund, Länder, Kommunen, wir müssen hinhören, was andere für Ideen haben. Und wir brauchen auch Kompetenzen von außen, weil wir vieles nicht selber und dauerhaft bei uns intern in der Verwaltung aufbauen können. Die Hindernisse sind für mich zweigeteilt. Es gibt Experimentierverbote und es fehlt an Managementkompetenz. Experimentierverbote heißt, Verwaltung traut sich oft nicht, Dinge zu tun, weil sie wissen, dass Rechnungshöfe, Parlamente und so weiter, die Presse sich wie Geier auf sie hinstürzt, wenn irgendwas schiefläuft. Wir brauchen eine Fehlertoleranz. Wenn man mal 100.000 Euro versenkt, weil man einem Startup eine Chance gegeben hat und das geht dann pleite, dann ist das ein politischer Skandal auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite ein ermutigendes Signal, dass man mal jenseits von etablierten Dienstleistern einem neuen Unternehmen eine Chance gegeben hat. Damit müssen wir auch, glaube ich, politisch nochmal umgehen. Was passiert denn dann, wenn da 100.000 Euro versenkt wurden? Was sind meine drei Ideen? Ich würde zum einen, ich glaube, eine Revolution muss es sein. Es helfen keine Evolutionen mehr. Wir haben in dieser Legislaturperiode Evolutionen versucht. Ich glaube, wir müssen revolutionärer sein. Ich würde wahrscheinlich in der Senatsverwaltung eine neue Digitalisierungssenatsverwaltung machen, die zu 50% aus Externen besteht, die Zeitverträge bekommen. Die Verträge sind alle transparent. Jeder kann sehen, was die Leute verdienen. Diese Senatsverwaltung ist gleichzeitig eine Agentur, die auch umsetzen kann und eine Senatsverwaltung, also Politik und Umsetzung in einem Haus mit einer Verantwortung. Ich würde zweitens machen eine Art Rückversicherungstopf. Wenn diese 100.000 Euro für das Startup nun jetzt mal versenkt wurden, dann soll es einen zentralen Topf geben, der heißt von uns, von mir aus, der wir versuchen Experimente zu machen und scheitern damit, Topf. Und da stecken ein paar Millionen drin und von denen bezahlen wir quasi die Behörde, die diese 100.000 versenkt hat. Und ich würde auch 100 Querwechsler als in die Verwaltung holen, die so ein bisschen neben den Staatssekretären vielleicht als COOs arbeiten. Die kriegen von mir aus 1 Euro Verträge oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Das sind verdiente Leute, die nicht mehr für Geld arbeiten müssen. Berlin ist voll von diesen Menschen, die raus wollen, auch aus ihren alten Jobs und die Lust hätten, für 2 oder für 5 Jahre in der Verwaltung als Gestaltungs- und Macher zu arbeiten. Auch da wieder alle Verträge transparent machen. Und wenn die vorher in der Tabakindustrie gearbeitet haben, wunderbar, dann machen wir es halt öffentlich. Aber wenn die sich engagieren wollen, dann sei es so. Das sind meine drei Ideen und dann freue ich mich auf die Diskussion.